Endlich mal wieder ein Pflichtspiel für die VfL heute zu Hause an der Hasenweide. Vierte Spielrunde Landesliga Weser 1, Staffel 2, also Süd. Der VfL heute hatte zwei Auswärtsspiele hinter sich, 4 Punkte. Der TV Dinklage ist weniger gut gestartet, mit nur einem Sieg und 2 Niederlagen. Wir sehen hier mit Nummer 21 Felix Schmieder, der wichtigste Spieler des DVD. Und rechts oben bei den Schiedsrichter steht Stefan Stuckenborg, der neue Kapitän bei der VfL heute, seit Fabian Mayer weg ist. Er ist, glaube ich, auch der dienstälteste Spieler bei der VfL, aber das weiß ich nicht sicher. Da steht dann der neue Mittelstürmer Jaka Kuha, ein Slowene, der das letzte halbes Jahr in Polen gespielt hat. Der VfL hat Anstoß. Angriff heute. Dr. TVD kann klären und übernimmt. Gleich der lange Ball auf Felix Schmieder. Markus Lübberding kann klären. Der TV Dinklage war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Im Tor bei der TVD Jan Rohe. Felix Schneppe. Markus Kohls. Legt gut quer auf Sebastian van Meerfeld, aber der Ball geht über und neben das Tor. Dann wieder Dinklage. Michael Bockhorst. Wieder ein langer Ball auf Felix Schmieder. Doch Torhüter Lukas Katarius kommt gut aus dem Tor. Söhlemann oder Basi. Markus Kohls verliert den Ball an Thomas Wolfing. Und der gleich wieder auf Felix Schmieder. Und der steht jetzt frei, geht auf Katarius ab. Aber schießt der Ball über das Tor. Das war ein hundertprozentiger. Der TVD bestimmte das Spiel. Aber sie spielte mit vielen Leuten vor dem Ball, also eine Chance für den VfL heute auf dem Konter. Und hier so einer, Nico Emich. Doch er läuft sich fest. Nächster Angriff TVD. Thomas Wolfing. Ball auf Felix Schmieder, der steht knapp im Abseits, aber der Ball geht sowieso übers Tor. Dann nächste Konter VfL, Nico Emich. Felix Schneppe. Aber auch dieser Konter bringt nichts. Söhlemann oder Basi. Öffnet gut auf Nico Emich. Er penetriert im 16 Meter und wird gefault. 11 Meter VfL heute. Der feste Elfmeterschütze Dustin Meersitz verletzt auf der Tribüne. Söhlemann oder Basi nimmt die Verantwortung. Und perfekt eingeschossen. 1:0 VfL heute. Etwas schmeichelhaft. Und die Klage ging gleich in die Aufholjagd. Thomas Wolfing legt der Ball breit, aber kommt nicht weit. Heute kann klären. Freistoß Michael Bockhorst.
und Lukas Katharius. Markus Löberding. Zurück auf Lukas Katharius. Jetzt konnte heute sich noch mehr auf Konter konzentrieren. Doch hier Missverständnis, fast ein Eigentor. Freistoß Michael Bockhorst. Und Lukas Katharius. Und aufgepasst, das sind nach ein absichtlicher Ellenbogenfoul. Wir können es im Zeitlupe sehen, wie Felix Miller Ellenbogen beugt und der trifft Söhlemann an der Basis ins Gesicht. Manche Schiedsrichter hätte hier rot für gegeben. Glück für Felix Miller, dass die Schiedsrichter und Linienrichter das nicht gesehen haben. Es war mindestens ein Foulspiel. Und das war das hier auch. Markus Löberding war zu spät und zu Recht gelb. Freistoß, Dinklage. Lukas Katharius faustet. Erster Björn Barth bringt den Ball unter Kontrolle, aber kann nicht mehr den Körper über den Ball kriegen. Ball über das Tor. Dinklage bleibt am Ball. Aber heute kann klären und hier ein Konter. Doch Jan Rohe ist eher am Ball. Es wird hektischer und ruppiger. Fällt sie noch in Grenze. Es gehört zu einem Derby. Freistoß Thomas Wolfing. Sehr gefährlicher Ball, aber Lukas Katharius reagiert gut. Auch der Ball ist noch warm. Noch Möglichkeit einfach vergeben. Dann Konter heute. Jaka Kua. Gut geklärt, Markus Espelage. Felix Schneppe setzt sich durch. Schöner Angriff auf Leute. Markus Goltz. Und genug Leute vorm Tor, aber der Ball geht übers Tor. Und Halbzeit. 1:0 Vorsprung. Für heute ein bisschen schmeichelhaft. Dann die zweite Halbzeit. Da sahen wir neugeborene VfL heute, das mit schönem Kombinationsfußball der TV Dinklage unter Druck setzte. Nico Emich versucht einen Schuss, Torhüter Jan Rau. Und dann der beste Mann bei VfL heute, Söhlemann oder Basi. Bringt den Ball vor, Chance für die VfL heute. Ball kann nicht gut angenommen werden und Chance vorbei. Felix Miller, es war nicht absichtlich, aber ich hatte den Schiedsrichter pfeifen können. Und Felix Miller versteht es nicht, er ist wütend. Es war auch nicht sein Tag. Hier ein Beweis dafür, das muss ein Tor sein, aber es ist Lukas Katharius, der rettet. Schöner Pass von Steffen von Stuckenborg auf Markus Goltz. Er kann eigentlich recht auf Tor ab, aber er wird gut verteidigt. Doch er kämpft sich den Ball zurück, kippt ab, aber nicht gut. Heute hat der TVD in die Zange. Der Schneller Janek Jakobs ins Spiel gekommen. Gibt der Ball vor. Gut verteidigt. Doch heute bleibt am Ball. Marcel Hesselmann öffnet auf Nico Emich. Söhlemann oder Basi bringt den Ball vor. Kevin Dahlmann klärt. Jaka Kua spielt auf Janek Jakobs. Der bringt den Ball vor. Jan Rohr rettet mit dem Fuß. Was für ein Unterschied bei der VfL heute gegenüber der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Stefan Stuckenborn. Jaka Kua. Spielt auf Nico Emich. Der kommt in eine schwierige Ecke. Wenig Probleme für Jan Rohe. Freistoß VfL heute. Kopfball Sebastian von Meerfeld. Da muss Jan Rohe sich strecken.
Angriffe von der TVD hatten jetzt Seltenheitswert. Doch hier muss Lukas Katarjes der VfL heute retten. Dieser Torhüter macht ein sehr gutes Spiel. Aber sein Gegenüber auch. Einer der wenigen Fehler von Süleyman Odabasi und eine Chance für TVD in Klage. Schwacher Abschluss von Michael Bockhorst. Aber der TVD in Klage kam jetzt immer mehr nach vorne. Auch hier kein Glück für Felix Müller. Und hier die größte Chance von der TVD bisher in der zweiten Halbzeit. Doch steht noch immer 1-0 für der VfL. Um das Ding lag sich mehr öffnete, bekam VfL heute mehr Chance und damit ein schneller Junge wie Jannik Jacobs. Der bringt hier den Ball vor und da steht Jaka Kua 2-0. Und das Spiel schien entschieden. Ein Wurf zu Lehmann ohne Basis. Kann klären und geht im Angriff. Markus Löbeling verliert den Ball, Chance für die TVD-Klage. Der Ball kommt zu Lasbiano Pass und der kann diesen Ball nicht verfehlen. 2-1, Anschlusstreffer. Damit ist alles wieder offen. Der TVD setzt jetzt alles auf den Ausgleich. Freistoß Michael Bockhorst. Lukas Katarjes. Der TVD drängte jetzt, aber große Chancen bekamen sie nicht mehr. Lüdemann oder Basi. Wir sind jetzt kurz vorm Ende. Noch ein Freistoß, Linklage. Jan Rohr war mit nach vorne und spielt hier Theater. Und das Spiel ist aus. Der VfL heute gewinnt 2-1. Nach der ersten Halbzeit war die Führung für heute schmeichelhaft. Aber am Ende gewinnt der VfL heute verdient, denn sie haben eine unheimlich gute zweite Halbzeit gespielt. Das Spiel war alles, nur nicht langweilig. Es war ein richtiges Derby. 2-1. Der VfL heute macht gute Geschäfte, sind noch ungeschlagen nach 3 Spielen. Der TVD-Klage hat schon die 3. Niederlage im Pocket. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Niederländer.